Ortsbahn-Team befindet sich unser ein Verkaufsstand für Werbeartikel von uns. Wenn Sie sich da gerne informieren möchten, haben Sie die Möglichkeit dazu. Und nebendran ist ein Informationsstand, wo Sie also Zeitungen von uns bekommen können, Informationsmaterial, unter anderem auch eine Jugendzeitung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen den nächsten Redner vorstellen. Er leitet zwei Mannschaften. Zum einen leitet er das Landesbüro in Kissing-Bei-Augsburg und das Bundesbüro in Kissing-Bei-Augsburg. Ich darf Ihnen vorstellen, den stellvertretenden Bundesvorsitzenden und Landesvorsitzenden von Bayern, Herrn Johann Gärtner. Ein herzliches Grüß Gott hier zum traditionellen Aschermittwoch in Geisenhausen. Das hat Tradition, wie der Aschermittwoch in Niederbayern eigentlich fast eine Jahrhunderttradition hat. Und wir waren immer stolz, hier praktisch die Tradition in Niederbayern als Republikaner, heimatverbundene Menschen und Patrioten so fortzuführen. Umso überraschter war ich, dass ich eigentlich seit 2, 3 Wochen permanent durch Polizei und Medien etc. informiert wurde, dass er uns in Geisenhausen nicht mehr haben möchte, weil wir mit ein Grundstein dazu wären, dass hier ein verwirrter, verurteilter Bombenleger von München hier in die Hauptstraße nach Geisenhausen gezogen ist. So ein Wahnsinn und Schwachsinn, was haben wir mit solchen braunen Idioten zu tun? Leute und Menschen diskriminieren, weil sie in Geisenhausen im traditionellen Aschermittwoch ihre Stimme erheben, kritisch, was der Aschermittwoch auch darstellen soll, zur Politik, zu vielen Dingen des Alltagslebens und sonstiges. Im Namen der Meinungsfreiheit, im Namen der Meinung, dass hier die Meinungsfreiheit in der Demokratie einen hohen Schutz hat. Aber was ist die Tatsache? Es gibt eine Demonstration, was angekündigt war, aber die Herrschaften sind wahrscheinlich nicht aus den Betten kommen. Ich habe niemanden gesehen, außer ein paar Plakate, teilweise wo sogar unsere runtergeschnitten worden sind. Und es heißt dann Bunt und Toleranz steht da drauf. Ich kann nur sagen, wenn jemand bunt ist, dann ist vielleicht unsere Partei, weil hier in Geisenhausen haben wir praktisch Bund an erster Stelle. Zwei Afrikaner haben bei uns praktisch für Geisenhausen die Werbung ausgetragen. Die sind sogar von Linken angepöbelt worden. Das sind scheinbar die verdeckten Rassisten. Ich kann nur sagen, die antworten darauf. Bund ja, rote Toleranz nein, denn das ist die Intoleranz. Möchte sagen, bei uns hat jeder das Recht auf Meinungsfreiheit, auf Religionsfreiheit und vor allem auf Menschlichkeit. Die Diskriminierung in unserem Land ist inzwischen wie ein Programm. Man hört Land auf, Land ab vom Kampf. Es gibt also keinen Kampf gegen die Gewalt. Gewalt ist ja in gute und böse Gewalt getrennt und es ist der Wahnsinn. Und wenn Geisenhausen sich auch noch in den Wahnsinn einbringt, dann gewinnen diese vielleicht sogar vom Staat gesteuerten Nazis, die gewinnen hier, indem man Leute wie uns hiermit verhindern kann. Soll sich jeder Politiker, jeder Kommunalpolitiker, soll sich schämen, der wo heute praktisch eine Partei, die wo 2005 sogar vor Gericht die Urkunde bzw. den Persilschein bekommen hat, dass diese Partei nach 10 Jahren Kampf vor den Gerichten eigentlich nie hätte in diese Ecke gestellt werden dürfen. Das ist aber von den Medien alles verschwiegen worden.
gebuttert. Man will das ganz anders. Man braucht einen Popanz, den man da hochzieht. Das sind vielleicht in Deutschland 500 verrückte Neonazis, die was also praktisch von uns her noch nie in irgendeiner Weise unterstützt worden oder schon was. Im Gegenteil, ich sage immer wieder, wer Gewalt in der Politik haben möchte, der gehört nicht in die Öffentlichkeit, sondern ins Gefängnis. Da gehören die Leute hin. Nur ich werde mit den Leuten, die was sich hier praktisch auch im ganzen Haus echauffieren. Dummheit, Ignoranz, Verblendung, aber auch primitive Profilsucht und Effekthascherei durch Speichendecken bei den linken Medien vor. Genau um das geht es. Wenn ich da die CSU-Fraktionsvorsitzende höre, dann kann ich nur sagen, gute Frau, schau dir doch mal diese Partei an und sprich nicht über etwas, was du gar nicht weißt. Unser Landrat war letzte Woche im Fernsehen. Der Reporter gleich zu Eingang der Sendung hat er die Frage gestellt. Herr Landrat, Herr Knauer, wie ist das in Ihrem Landkreis? Haben Sie auch das Problem mit Rechte? Sagt der Landrat, in meinem Gremium gibt es nur Demokraten. Ja, mehr braucht er auch nicht zu sagen. Bin 22 Jahre in unserem Landkreis im Kreistag. Ich muss auch sagen, dass ich also in diesen ganzen Jahren von Seiten der Kollegen, außer von den ganz Ultra-Verblendeten, nie ein Problem hatte. Wir haben immer eine vernünftige Zusammenarbeit gehabt. Und so geht man auch in der Demokratie um, aber nicht so, wie es hier passiert. Heute früh sitze ich beim Frühstück, stehe auf, treffe mich draußen, jemanden, der da schon als Zuhörer da war, sagt, Mensch, das Kinder, ich kenne Sie vom vorigen Jahr, dann sagt er, aber das ist ja euer letztes Mal in Geisenhausen. Dann schaue ich ihn so an und sage, ja, in der ganzen Gegend geht rum, dass es euch zukünftig verhindert, weil sich in Geisenhausen Neonazis anziehen. Ja, so ein Schwachsinn. Also die Leute, die das verbreiten, Geisenhausen steht in der Landshuter Zeitung, möchte uns nicht haben. Ja, wer möchte uns nicht haben? Ein paar versprengte Politiker oder die Bevölkerung? Im Großen und Ganzen interessiert sich die Bevölkerung gar nicht dafür. Wir haben 15 Jahre immer hier einen Aschermittwoch abgehalten. Es ist nie zu irgendwelchen Zwischenfällen gekommen. Es hat nie diese angeblichen erwarteten Hetzreden oder sonst was gegeben, sondern ganz normaler Meinungsaustausch. Und jetzt kommt natürlich solche Dinge, aber ich möchte diese Leute nicht die Ehre antun und zu lange über die reden. Ich möchte nur auch dem Wirt sagen, wir bedanken uns, das hat zwar mein Vorredner schon getan, dass er doch die Stirn hat und sich da eigentlich nicht ins Boxhorn jagen lässt. Wir werden auch, wenn er weiter Druck auf uns macht, alles dran setzen, um zukünftig in Geisenhausen auch unter dem Jahr, wenn es sein muss, präsent zu sein. Wir lassen uns einfach nicht mehr diskriminieren. So, und jetzt kommen wir zur bayerischen Staatspolitik, in Anführungszeichen. Ich bin heute gefragt worden, beziehungsweise mir ist heute gesagt worden, wie ich da vorgekommen bin, hau mal wieder richtig auf die CSU drauf, den muss ich leider enttäuschen, weil langsam muss ich also praktisch auch mein Denken dahin ändern, ich werde in meiner Rede auch manches nur dazu sagen. Aber gehen wir mal zu den gescheiterten Punkten der Staatspolitik. Schauen Sie, Sie alle merken immer mehr, wie die bayerische Schulpolitik zum Spielball wurde. Zuerst die CSU, dann kam die FDP dazu, die hat dann auch mal ihren Zempf und das hin und her geschoben. Im Endeffekt, und das sage ich als Kommunalpolitiker, ist eines jetzt passiert, die ganze Flickschusterei in München wurde jetzt nach unten dirigiert. Zu den Kommunen, zu den Landräten und Kreistagen bis zu den Bürgermeistern. Und zwar ist es heute so, und jetzt gut mal zuhören, man möchte den Begriff der Hauptschule möchte man abschaffen. Ich
mit Schulbildung und anderen Leuten, was also hier praktisch in dem Bereich der Lehrervereinigung und sonstiges ist. Tatsache ist, man sieht die Volksschule heute praktisch nicht mehr als Siegel für eine Zukunft im Beruf, sondern als Hindernis. Und jetzt haben die ja die schlaue Idee, die Hauptschule wird umbenannt in Mittelschule. Und dann kommt die Realschule und dann das Gymnasium und dann die verschiedensten anderen Unterteilungen des Universitätsstudiums. Ich frage mich, was bringt das? Ich heiße mein ganzes Leben Gärtner. Wenn ich morgen mich als Meier vorstelle, ja, die wissen doch alle noch, das ist doch der Gärtner, und ich werde also enttäuscht bekommen, dass ich dann ein Prädikat bekomme, weil er mich als Gärtner nicht haben will, dass er mich als Meier nimmt. Das ganze Schulsystem muss endlich umgestellt werden. Man muss wieder auf die Kinder eingehen. Eine Ganztagesschule. Ja, Leute, ich bin ja gar nicht einmal dagegen, wenn die Eltern das wollen, aber das muss dann wahlweise möglich sein. Heute unsere Kinder, die wohl sowieso aus den Schulen kommen, mit Gehirnwäsche von den linken Lehrern seit den 68er. Und das habe ich Seehofer in Augsburg persönlich gesagt. Sag ich, Herr Seehofer, Sie wundern sich, warum Sie als konservative Partei so hohe Wählerverluste hinnehmen müssen. Sie werden die nächsten Jahre noch mehr hinnehmen müssen, weil die alten konservativen Wähler, die sterben, das löst sich so biologisch. Aber das Problem ist, die Jungen, die kommen raus aus den Universitäten, aus den Schulen etc. schon mit dem im Kopf implantierten Denken für links. Und das ist genau das, was die Rechten bzw. Konservativen nicht begriffen haben. Sie haben die Schulpolitik alles hier praktisch seit den 68er Jahren in den Händen gegeben, die wohl das auch genutzt haben. Wir reden heute von der gescheiterten DDR. Ja, wir haben doch das Gleiche in die Schulen. Wir haben das genauso, wie es in der DDR war. Von der Wiege ab werden die Kinder praktisch politisch in eine Ecke mit hineingetrieben, wo das sie dann das ganze Leben halten will. Nur unsere Mitbürger in den neuen Bundesländern, die sind wenigstens aufgewacht, sind auf die Straße gegangen. Darum begrüße ich, dass unser neuer Präsident hier aus der Bürgerbewegung kommt. Ich sage Ihnen nur das eine. Wann werden wir endlich auf die Straße gehen? Wann werden unsere Bürger endlich rebellieren, dass wir ihnen immer mehr Freiheiten entziehen? Dass wir immer mehr praktisch politisch gegängelt werden? Dass Meinungsfreiheit mit Füßen getreten wird? Wann wacht dieses Volk endlich auf? Von jungen Menschen, von der gesamten Entwicklung. Und wenn die Schulpolitik aus den Händen gleitet, dann gleitet eigentlich auch das aus den Händen, hier praktisch auch konservatives Denken, vaterländisches Denken, sagt gleich wieder jeder, vaterländisches Denken. Ui, ja ganz was Schlimmes. Ja verdammt, ich bin sehr oft in Amerika, an jedem zweiten Haus liegt die Amerikaner. Wenn ich dann höre, die Hauptschule wird nicht praktisch aufgewertet durch das Wort Mittelschule, dann hätten auch die Migrantenkinder oder Kinder, was von Ausländern, bessere Chancen. Da kann ich nur eines sagen. So ein Quatsch, die Chancen in Deutschland sind für die Kinder der verschiedenen Landsmannschaften, der verschiedenen Integrationsgruppen gleich. Und ich kann auch immer ein Beispiel sagen. Wir haben seit über 20 Jahren eine Raumpflegerin aus Tunesien.
Parteibüros in Ordnung hält. Die sind gekommen, da konnte weder er noch sie ein Wort Deutsch. In einem halben Jahr haben die intensiv Deutsch gelernt, haben drei Kinder, alle drei Kinder haben zu Hause mit den Eltern Deutsch gesprochen, um Deutsch schnell in die Familie zu bekommen. Alle drei Kinder haben einen Abiturabschluss, 200 Universitätsabschluss. Wo ist hier praktisch nicht die Chancengleichheit? Man zieht immer nur die ran, die wohl teilweise selber zu faul sind, hier sich das zu schaffen, was wir ihnen geboten haben, und zwar die Lernmöglichkeiten. Das ist nämlich der Hintergrund. Und dann zu jammern, dass wir praktisch nicht in der Lage wären, diesen Kindern die gleichen Möglichkeiten zu geben. Ich kenne 10, 15 solche Beispiele von Menschen, wo ich selber kennengelernt habe. Auch das Gleiche, wieso ist es möglich, dass Afrikaner, und da habe ich auch 5, wo ich selber kenne seit Jahren, hierher kommen, in einem Jahr sehr gut Deutsch sprechen. Ja, warum? Die wollten das lernen, die wollten sich hier integrieren und darum sind uns die willkommen. Die sind uns mehr willkommen, wie der Huber schon sagt, als wie die Leute, die wohl Deutschland abschaffen wollen. Wir natürlich auch noch zur Landesbank, weil da schlägt es ja wieder neue Wellen. Sie alle wissen, 12, 13 Milliarden Verluste für Fehlspekulationen. Man hat also sogar noch nach Amerika Geld geschickt, obwohl also Lehman Brothers bereits schon pleite war. Das war einen Tag vorher, waren die Nachrichten, am nächsten Tag hat die Bayerische Landesbank immer noch Geld drüber geschickt. War ja nicht ihr Geld, das war das Geld von uns allen, unsere Steuergelder. Aber was das Schlimme dabei ist, die Aufsichtsräte und das gesamte politische Aufsichtsgremium hat jahrelang versagt. Versagt in der Kontrolle, weil es überfordert war. Wir Republikaner sagen seit Jahrzehnten, in Aufsichtsrat und Aufsichtsräte gehören Leute, die wo auch die Kompetenz dazu haben, das zu verstehen. Und wenn ich heute praktisch nicht aus dieser Materie komme, wenn ich nicht aus dem Büro wie Wirtschaftsprüfer oder Bank oder sonstiger Mitarbeiter hinter mir habe oder Finanzstudium, dann kann ich so eine komplexe Geschichte eigentlich nicht durchschauen. Und da muss ich auch sagen, dass ich dann wieder Herr Beckstein heute in einem Interview in Nürnberg vor 2 Wochen, wo er offen sagt, ja, man muss doch verstehen, er ist Jurist, er hat es auch gar nicht begriffen, sie sind alle hinter das Licht geführt worden. Ja, auf Dummheit gekürzt, gestraft. Na, das ist doch grausig. Aber jetzt stehen 37.000 Mieter vor einem Riesenproblem. Ich bin selber Aufsichtsrat einer kommunalen Wohnbaugesellschaft. Und das also schon seit 15 Jahren. Ich weiß, von was ich spreche. Der Herr Söder, unser neuer großer Sparminister, der Mann, der wohl zwar die Größe von Seehofer nicht hat, aber sich immer größer macht, weil er nämlich der Nachfolger werden will. Gut, die ist ja jetzt verschwunden, Söder steht parat. Und dieser Söder verspricht uns ja alle die große Sparwelle, Bayern wird ja total saniert. Aber was heißt das? Die Sanierung der Landesbank erfordert, dass hier praktisch die Wohnungen der Landesbank verkauft. Und da geht es immerhin um 37.000 Mieter. Das heißt also, München, Nürnberg, unsere kommunalen Wohnungsbaugesellschaften sollen das jetzt kaufen und übernehmen. Was bedeutet das? Das schreibt Ihnen keine Zeitung. Sie kriegen nur die Nachricht, dass Söder das fordert. Das heißt, dass diese Wohnungsbaugesellschaften, wenn sie den Kraftakt machen und diese Wohnungen abkaufen, dass sie über 20 Jahre nicht mehr das Kapital haben, ihre Aufgabe zur Erbauung neuer sozialverträglichen Wohnungen zu schaffen.
Migranten in München aus aller Welt, die stehen schon vor der Tür und schnappen sie sich diese sozialgefördernden Wohnungen. Und was die da kosten, da kommen nur mehr die Schickimickis. Die anderen Mieter, die werden entmietet. Und das ist das, was ich als Republikaner immer wieder sage. Wir stehen für Soziales, für die soziale Absicherung der Bürger. Aber nicht für Sozialismus, sondern für soziale Sicherheit. Aber jetzt komme ich zur CSU direkt. Wir haben hier praktisch in Bayern ein Problem, und das möchte ich auch anschneiden. Und deswegen habe ich auch vor 2 Monaten in Augsburg, ich war als eingeladen von Herrn Seehofer, über meine verschiedenen Funktionen und Ämter im kommunalpolitischen Bereich. Man konnte mit ihm mal das Gespräch führen. Und ich habe ihm dann einen offenen Brief überreicht und habe das Gespräch mit ihm gesucht. Und da habe ich ihm einiges, was ich jetzt schon gesagt habe, was die Zukunft der CSU ist, mal ganz klar gesagt. Und ich sage es auch heute, wie ich mir das vorstelle. Weil wenn Seehofer und die CSU noch eine Chance haben wollen, und da bin ich kein Prophet, dann muss ich ihnen ins Stammbuch schreiben. Jetzt umzukehren, sich von dieser Fehlpolitik einer Frau Merkel, dass hier praktisch nur mehr in EU oder sonstiges unsere bayerische Gelder fließen, abzuwenden, sich an die Spitze einer konservativen Bürgerbewegung zu setzen, umzukehren, endlich versuchen, die Bürger wieder zu überzeugen, für konservatives Denken, für ein Denken einer freiheitlichen Partei. Und wenn ich das dann sehe, wie viel Nichtwähler es gibt. Viele davon sind enttäuscht, die Leute, die wohl sagen, ist doch alles Jacke in die Hose, ob ich schwarz oder rot bin. In Wirklichkeit sind inzwischen doch alle nur mehr der gleiche Mist. Und das ist das, was ich eben dann auch praktisch versucht habe zu interpretieren. Wenn sich Seehofer heute weiter auf die FDP verlässt, dann kann ich Ihnen nur sagen, die FDP ist so gut wie politisch tot. Ich glaube nicht daran, dass die FDP in den nächsten Landtag wieder einziehen kann, aber ich möchte auch mit der Partei nicht groß aufhalten. Ich kann sagen, die kann man jetzt abschreiben. Aber was passiert dann? Ja, eine CSU, ja, auf was hoffen die eigentlich? Auf den wackelpudding Freie Wähler? Die wissen doch gar nicht, was sie wollen. Schauen Sie, ich habe Freie Wähler erlebt in verschiedenen Positionen, im Kommunalen. Da sitzen 4 Leute, die sind konträr, wie ein Konträr sein kann. Man weiß eigentlich nicht, wie er dran ist. Die anderen beiden, das sind die rechten Grünen, die anderen, die werden mir fast zu rechts, um die aufzunehmen, mit ihren Ansichten. Da kann ich nur praktisch dem Herrn Elberer sagen, sein Spiel jetzt mit der SPD zu tendern, sich zu treffen, dass das natürlich gerade den Herrn Seehofer nicht unbedingt eines bedeutet, dass er sich mit diesen Leuten die Regierung sichert. Darum sage ich, wenn sich in Bayern was verändern will und soll, dann soll er endlich aufhören. Gleichgesinnte Konservative, weil für die Linken ist die CSU inzwischen genauso eine Rechte, eine Partei, die wo also praktisch kaputt zu machen ist. Der hat nur noch das Glück, dass inzwischen nur so stark ist, dass noch nicht trauen. Aber wird die CSU schwächer, dann trauen sie das. Darum sage ich, wir bieten das an. Wir bieten anderen eine Umkehr. Hier praktisch propagandiert und sagt, ich gehe einen neuen Weg. Dann werden die Republikaner trotz der vielen Wunden, trotz der vielen Diskriminierungen über Jahrzehnte den Schatten überspringen und sagen, wir unterstützen das. Wir wollen Bayern erhalten. Wir wollen also nicht die gleichen Verhältnisse in Baden-Württemberg. Dass hier Ideologen, Idiologen, aber Ideologen,
finanziert, in Hände und zum Spielball dieser Leute gehört. Natürlich können die und werden es auch nicht tun können, hier in Bad Württemberg auf einmal praktisch ganz andere Seiten aufziehen, weil dann sind die noch schneller weg, bis hinkommen sind, weil da ist natürlich auch die Wirtschaft und die Industrie noch stark genug. Nur in Bayern sollten wir das verhindern. Darum bitte ich euch alle, erhaltet mit uns Bayern die Freiheit und vor allem mit uns und der Farbe Blau. Wir sind weder braun noch rot noch grün. Wir sind wie die Freiheit die Farbe Blau und dafür kämpfen wir. Es ist nicht von ungefähr, dass Bayern eigentlich über die Jahrhunderte, ob nach als Königreich, ob Herzogsreich, immer ein Gold in Deutschland war. Ein konservatives Bollwerk, ein christliches Bollwerk und ein Bollwerk für Leute, die nur gesagt haben, in Bayern herrscht die Freiheit. In Bayern haben wir also praktisch über Jahrhunderte immer wieder Zuwanderungsbewegungen gehabt. Der hat Bayern nie geschadet. Ob das die Hugenotten waren, die wohl in Frankreich um ihr Leben fürchten müssen, wo dann durch Friedrich den Großen nach Berlin angesiedelt worden sind. Es hat auch in Bayern Kolonien gegeben. Es hat auch große Ansiedlungen von Juden gegeben im Mittelalter, wo auch in Bayern und im Schutz von Bayern eine sehr gute Handels- und dementsprechende Einbringung in das Leben gebracht haben, in die Kultur und alles. In Bayern waren die Menschen auch nie wie woanders gegen Fremde voreingenommen. Und man darf nicht die 12 Jahre hernehmen, um dann zu sagen, ja, Deutschland hat hier praktisch nur das und das geladen, sondern unser Bayern ist jahrhundertelang ein Hort der Freiheit, ein Hort der Meinungsfreiheit und vor allem für ein Willkommen auch anderer Kulturen. Darum sage ich nochmal, auch an junge Leute aus dem Migrantenhintergrund, wo sich hier integriert und assimiliert haben, kommt zu uns, ihr seid bei uns als Republikaner mit Willkommen, dieses Land und diese Ideale und diese Kultur zu verteidigen. Wir haben nichts gegen anständige, vernünftige Leute. Dieser Rede möchte ich euch zurufen, aber auch allen anderen Demokraten und vor allem auch allen Konservativen und Patrioten.